jetzt wird sich gegruselt. Herzlich willkommen zu dem weiteren Stream. Kalisto-Protokoll habe ich gerade fertig runtergeladen. Gerade habe ich noch Snap gespielt. Ich hoffe, es ist ruckelfrei, weil soweit ich jetzt die Rezensionen, die Bewertungen angeschaut habe, sieht es schlecht aus. Absolut schlecht optimisiert, bla bla bla. Mal gucken, vielleicht läuft es ja bei mir und wenn nicht, spiele ich maximal vielleicht so zwei Stündchen, gucke es mir an und gebe das Spiel eventuell zurück und warte auf den nächsten Patch. Gut, Team läuft. Die Atmosphäre ist geschaffen, es ist dunkel, es ist Winter. Alles da, was man braucht. Schön, dass die schon allein die Vorstellung der Firmen, die daran gearbeitet haben, ist gruselig. Das finde ich gut. Das ist ein gutes Zeichen. Das finde ich perfekt. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Meinung vor Anfällen. Blinke ja. Epilepsie habe ich nicht. Sonst wäre ich schon vor 20 Jahren gestorben. Und das Spiel speichert automatisch neue Erfahrungen. Optionen, was haben wir denn? Ich meine, das laggt ja hier schon ein bisschen, ne? Grafik. Ultra anwenden. Zurück. Gameplay brauche ich alles nicht, ne? Neue Erfahrungen. Mit dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad fange ich an. Ne, bitte nicht. Nicht jetzt anrufen. Bitte nicht. Ah, gut. Also, kaum sichtbar. Nicht sichtbar. So. Ah, Performance nicht so gut, ne? Vielleicht muss ich auch die Grafik runterschrauben. Würde gut aussehen, wenn es nicht laggen würde. Ja, ich guck mal nach, ob ich die Grafik runterstellen kann. Vielleicht ist es tatsächlich nichts daran. Was ich nicht glaube bei meinem System, aber hey. Europa? Das hört sich auf Englisch komisch an. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Kalisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnis, Mond Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Hab meinen gelben Alarm mit Pracht auf. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Also grafisch sieht's top aus, ne? Muss ich schon sagen. Sieht echt gut aus. Sensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon.
Wie läufst du denn? Na, aber performancemäßig schon ein harter Tritt ins Gesicht, ey. Vollbild ohne Fenster. Vollbild, ja. Kaltsanpassung, bla bla bla. Monitor SRGB, bla bla bla. Ach, ich muss gedrückt halten. Aha. Ja, automatische Aufnahme, Jacob Lee, Jacobs Job. Drücke Tab, drücke Bild runter, um das Datenbios-Menü auszuwählen. Verwende die Pfeiltasten zum Auswählen von Datenbios-Kategorien und einzelnen Datenbio-Einträgen. Drücke Enter, um die ausgewählte Datenbio anzusehen. Drücke Enter erneut, um das Audioprotokoll wiederzugeben. Das hasse ich in jedem Spiel, ne? Dass man Tasten gedrückt halten muss, damit man irgendwie durch das Menü durchkommen kann. Alt zur Navigation, was zum. Persönliches Logbuch. Ach nö. Kann ich das nicht im Hintergrund abspielen lassen? Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrt. Warte mal. Untertitel wären gut. Okay, kann man. Kann man anmachen. So, mal gucken, ob man das auch gucken kann. Persönliches Logbuch. Ja. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Und das war jetzt ein Logbuch wert, okay. Die müssen ja damit um sich rumschmeißen wie nix. Ist das das Weltall? Ich hoffe nicht, weil ich sehe, dass das eine Wand ist mit Pünktchen drauf. Das sieht man. Das eine Toilette. Ah, ich bin wieder mal Vampir oder ein Wesen aus einer anderen Dimension, weil ich mich selbst wieder mal nicht sehen kann. Ich weiß nicht, wozu baut man dann Spiegel ein, wenn es sowieso nicht hinhaut? Oh, das sieht aus wie der Frachtraum. Oh Gott! Na, da geht's nicht weiter. Reden kann ich nicht. Cool. Mann, der schwitzt ja wie ein Schwein, ne? Komm schon, Max. So packt man ihn doch nicht. Ach, Max. Ach, springen ist eh. Okay. Hoffe, das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Gut, dass das Spiel automatisch speichert. Aber wow, grafisch, also wirklich grafisch. Das ist aber auch doof, dass die Sachen, die getriggert werden, halt in kurzen Momenten Lag verursachen und das halt alles rausnimmt. Ne? Aber sieht schon super gut aus. Da muss ich wahrscheinlich drüber springen. Hülle? Was soll das heißen, Hülle? Boah, Alter. Boah, schrecklich. Ah, wir sind an Bord eines Sternzerstörers. Das hat man doch. Wir wurden geentert. Out of way. Ja, sieht so aus. Wieder hier auf, aber Vorsicht, die können überall sein.
tolle Scheiße. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Woher soll ich das wissen? Ist vielleicht nicht ein guter Zeitpunkt, die Fresse zu halten? Siehst du was? Alter, die Schweißperlen, oh mein Gott. Ja, heftig. Ja, jetzt kann ich sprinten. Hey, war das nicht die Frau von vorhin? Krabbel! Ah, oh, es leckt die Sau. Die kriegt das ins Gesicht, oder? Nee. Ja, kann man denn das Tor von da hinten nicht steuern, von hier vorne? Was ist das denn? Oh Gott. Atmosphäreneintritt, ey. Ja, also die Lecks, die nehmen echt sehr viel aus der Atmosphäre raus, das muss man schon sagen. Leider. Lass mich raten, ihm hat sein Gesicht zerfetzt. Ja klar, hat er sein Gesicht zerfetzt. Max, geht's dir gut? Kopflos. Ist nix, ist nur ein Kratzer. Jetzt ein scheiß Feuerzeug schon wieder. Verdammt! Das ist ein scheiß Feuerzeug! Was war das eigentlich? Weil durchs Fenster ist nichts gekommen, vorne ist nichts abgebrochen? Ah ja, toll. Oha. Krasse Fackel. Transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Cooler Roboter. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Sie! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja?
Jawohl. Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Okay. Cool. Ich finde es so schade, dass ich jetzt nicht im Spiel die Optionen anpassen kann. Aber hey. Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Isle. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. In dein neues Leben leben. Voll und ganz. In meinem Alter. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Autsch, Lex. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Isle, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Welches ist dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten nach gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Kein Herzschlag. Injektor. Ah, meine Lebensanzeige, schön. Cool, dass ich die so krieg. Ja, das ist so ein bisschen Nachteil. Also es sieht geil aus, ne? Auch das, was die Gesichtsbewegungen angeht. Aber bei der Synchro ist es dann halt schwierig, das zu synchronisieren, ne? Weil das schon sehr, sehr genau ist. Naja, vielleicht spiele ich das Spiel auch irgendwann mal auf Englisch durch. Mal gucken. Wenn es auch nicht so laggt. Ist ja technisch gerade echt nicht
Bisschen. Hey, wo ist mein Ding? Boah, leckt das gerade wie Sau. Ja, cool. Ich habe wenigstens eine ganze Leinwand, die mir gewidmet ist. Das ist doch schön. Erkunde die Zelle, habe ich doch schon. What? Das war doch das Ding, dass das Mädchen gefallen ließ, oder? Ah, das war ein Albtraum. Mhm. Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Wer hält dies für einen Albtraum? Jetzt kommt der richtige Albtraum. BIP. Ja, stimmt was nicht. Oh. Ja, ist doch okay. Ist, oh, oh, wow. Flieh, okay. Alle Eingreiftruppen sofort mobil machen. Anomalie Fehlercode. Was für ein scheiß Chaos, ey. Geil, dass mich das Flutlicht tatsächlich blendete. Als atmosphärisch ist es der Hammer, muss ich schon sagen. Wow. Tut? Okay. Der macht mir so komische Geräusche. Wer weiß ja, dass ich Pilot bin. Komm her! Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin Ruth Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Na, danke für den Tipp. Ja, ich hol dich schon. Keine Ahnung, wie viele Menschen du getötet hast, aber ich hol dich raus. Vielleicht war da auch ein Pilot und du hast das ins Gefängnis gekommen, so wie ich. Das mit einem Holen wird aber schwierig dann, ne? Die arbeiten aber sehr, sehr viel mit der Kamerapositionierung, ne? Ich kann wetten, dass sie das eigentlich auch sehr oft verwenden, um mich zu erschrecken. Boah, wieso leckt denn das so? Oh, fliehen die alle? Oh nein. Ich konnte jetzt nicht lesen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ach Mann, ey.
fick dich. Oh nein. Wer ist das denn? Oh shit. Ah, verflucht doch mal. Scheiße. Okay. Also ich muss tatsächlich so ausweichen, wie er schlägt, ne? Das ist schon viel. Aber ich glaube, auf Kosten der geilen Grafik werde ich mal die Grafik echt runterschrauben müssen. Ich hoffe, es funktioniert, aber mal gucken. Mal gucken, ob das performancemäßig irgendwas ändert. Ich meine, sieht ja richtig mächtig anders aus. Aber hey, wenn es nicht leckt, ist so gut. Weil das meinte ich, dass sie mit der Kamera sehr. Oh. Aber leckt weniger, glaube ich. Ich warte. Achso, ich darf nicht warten. Man lässt mir gar keine Möglichkeit, okay. Also das ist jetzt bei dem anderen schwierig. Aber nichts, erfickt er mich nicht nochmal. Ja, Mann! Komm, zerfick ihn doch endlich! Och Gott, ey. Hab schon die Hälfte verloren. Was zum Teufel war das? Piepup, piepup, pup. Das sollte reichen. Schafft das? Okay, gut. Halte A oder D gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihn auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach A oder D gedrückt, bevor dich der Gegner trifft. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte A gedrückt, wechsle dann zu D und halte es gedrückt, bevor der Gegner angreift und wechsle dann zwischen A und D hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus, andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Ach so. Ja, das hätte man mir vielleicht vorher sagen können, bevor der Kampf kommt und nicht danach, nachdem ich gestorben bin. Das war schon cool gewesen, aber hey. Und die prügeln sich da immer noch gegenseitig. Die haben keine Waffen dabei oder irgendwas? Kann ich mir nicht irgendwas schnappen? Hä? Ja? Oh. Das Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Hat mich angegriffen. Und es war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde dich. Verstanden. Ich bräuchte immer noch Leben. Wäre schon cool. Boah, ist ja trotzdem. Bitte sag mir, es ist nur einer. Ich
Ah, Mann! Fuck, ey! Das ist auch schwierig. Ich habe eine halbe Sekunde Zeit. Nicht mal eine halbe Sekunde, um auszuweichen. Das ist hart. Ja, natürlich habe ich mir den schwierigsten Schwierigkeitsgrad ausgesucht, ne, weil ich halt ein Depp bin, aber hey. Hey, was ist jetzt los? Oh, ich habe einen Finish abgekriegt. Oh mein Gott, ey. Oh, fuck. Ah, das wurde aber ausgerenkt ordentlich. Na super. Ich glaube, ich bin falsch ausgewichen. Ich weiß, ich bin verwirrt. Soll ich jetzt in die Richtung ausweichen mit der Hand, mit der er schlägt, oder soll ich in die andere Richtung ausweichen mit der Hand, mit der er schlägt? Das verstehe ich nicht so ganz. Das habe ich nicht gebraucht vorhin. Habe nicht aufgepasst. Oh fuck. Okay, andersrum. So fühlt sich's an, wenn man den Backpack reinbeißen muss. Und nichts seitlich rausfällt. So fühlt sich's an. Ich hätte gern wieder Leben zurückgehabt. Oh Mann, fuck. Ah. Schaff ich schon. Okay. Also ich muss in die Richtung ausweichen mit der Hand, mit der er schlägt. Also wenn er mit rechts schlägt, muss ich auch rechts ausweichen. Wenn es so weitergeht, mache ich heute alle Todesanimationen durch. Scheiße. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht irre ich mich. Oder ist es scheißegal? Naja, cool. Und blocken verursacht Schaden. Also einfach abwechseln, das ist eigentlich scheißegal, mit welchem Arm ich das mache. Welche Seite ich nehme. Der kommt nicht von hinten, oder? Nachdem du den Gegner besiegt hast, drücke die Leertaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Danke für den Tipp. Gib mir dein Zeug. Ah, Gesundheit. Sehr gut. Leben. Habe ich gekriegt, ja, oder? Ja. Dialog an, Dialog, ja. Musik. Einem
Die Musik ist grundsätzlich ziemlich laut, tatsächlich. Aber ich, ja, die trägt halt bei zur Atmosphäre. Das ist aber auch schön, aber das ist scheiße, wenn ich dafür halt alles andere nicht höre, ne? Das ist halt. Habe ich das Gefühl, dass es zu leise ist. Aber alles andere halt Audio. Besser. Jetzt ist die Frage, zählt das für alle Leichen? Also zählt das auch für die Leiche? Nee. Aber schön, dass die so rumhopsen wie in Dead Space. Von rechts, ja, oder? Nee, okay. Ah, scheiße. Arschloch. Bitte sag mir Leben. Ist das eine Pistole? Gesundheitsinjektor. Suche nach an Wänden montierten Gästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke 3, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Sie füllen die Gesundheit wieder auf, aber verwende sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Ja, aber ich bin gerade noch relativ gut mit dem Leben, oder? Ich würde mal sagen, ich warte einfach mal. Muss echt Spaß haben umgehen mit der Scheiße. Schade. Ich dachte, da droppt noch was. Beweg dich bloß nicht. Gegen die schaffe ich das jetzt echt nicht. Ja, macht gar keinen Schaden. Ha, oh oh. Dann gehen wir weg. Aber auf niedrigster Grafik sieht es auch Hammer aus, also eigentlich wurscht. Elias, mit dem Aufzug stimmt das nicht. Ja, lecken tut es aber trotzdem. Nicht drauf. Oh Mann, ey, das hängt wie Sau, echt. Wow, ich bin noch nie mal ganz geheilt. Oh, krasse Scheiße. Teilweise gut. Dann habe ich das nicht vergeudet. Wer war das? Was war das denn, ey? Energieumwandler. Kriege ich eine Erklärung? Wertvolle verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Achso, okay. Sieht auch kaum was.
Alles vollgekackt und vollgeschissen. Ach so, das ist der Fernseher. Moment, wartet mal. Ich muss da kurz was machen. Professioneller Let's Player, Streamer, bla, pipa, bla, bla, bla. Oben ist meine Religion. Getauft bin, yo. Hat er gerade irgendwas? Nee, oder? Ah, jetzt muss ich es zulassen, ey. Was eine nervige Sendung das war, ey. Wow, was war das denn? Ah, super ätzend. Besser. Besser. Also. Oh Gott. Oh nein, sag mir nicht, dass es zwei sind. Schnell stampfen, stampfen, ich brauch den sein Zeugs. Nein, geh zurück. Nein, geh zurück. Hm, scheiße. Der taucht doch woanders auf, oder? Ich bis jetzt habe ich mich noch nicht erschrocken. Und hallo, Nyxsager. Und das lag wahrscheinlich daran, dass das immer, wenn es doch gruselig werden sollte, geleckt hat kurz. Und ich deswegen mich nicht eingekackt habe. Ah, da kommt er von hinten, komm. Ich habe doch knapp eine schnelle Zeit, um das zu spielen. Boah, what the fuck? Oh Gott. Oh nein, es gibt so Kackdinger. Ich muss ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Tauch auf. Eine Waffe, bitte eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Ah, ne, nix, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Monster aussehen. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Reflexion sehr, sehr gut aussieht auf dem Wasser. Und dass das Spiel auf niedrigster Grafik auch ziemlich gut aussieht. Es ist nur schade, dass das halt so leckt, wenn... Also so grundsätzlich leckt. Oh nein, bitte nicht von hinten. Komm, mach hin. Los. Elias, hab den Aufzug gefunden. Oh, noch auf den Aufzug, totale Scheiße. Ich geh mal hier runter. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenkammer.
unsicher. Boah, unschön. Na toll. Jetzt sind die Roboter auch da. Ja, ist jetzt das im Knast? Oh nein, bitte nicht von hinten. Das ist das, was der, wovon der Angst hat. Oh nein. Das meine ich nicht. Das leckt halt immer im falschen Moment. Weiter zum Medizinbereich. Und das ist ein Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Kann ich mein Licht auch ausmachen? Natürlich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad angefangen. Kann ich da reinkrabbeln? Auf das Niedrigste überhaupt. Bin ganz unten. Minimum. Ich hatte vorhin auf Ultra, das hat eigentlich... Was machst du denn? Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnisse sind im Brechen zusammen. So wieder aufzufinden. Bleib einfach außer Sichtweite. Dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Also auf ganz niedrig. Und es sieht trotzdem gut aus, was ich finde. Das sieht super aus. Bitte dreh dich nicht um. Mich nicht sehen. Ach, no shit, Sherlock. Wie läuft denn der? Wie Grafikfehler? Ja, ist halt auf niedrig jetzt gerade. Aber mir ist die Performance wichtiger als die Grafik tatsächlich. Und es sieht immer noch gut aus, also muss man den lassen. Und vor allem die Gesichter sind echt sehr, sehr gut gemacht. Also, ne, das sieht schon semi-realistisch aus. Einfach mal abhängen hier, schau so. Ich hasse das, wenn Charaktere in Singleplayer-Spielen mit sich selbst reden und so das Offensichtliche aussprechen und das am besten in irgendwelche Spielsequenzen, wo man einfach die Fresse halten sollte. Das macht mich wütend. Wütend! Das sah zumindest noch viel aus, oder ist was so gewollt? Nee. Das sieht schon matschig aus auf niedrig. Auf Ultra sah das vorhin super aus, aber das ist wirklich sau und deswegen wurde das Spiel auch review-bombt, weil scheinbar hat jeder das Problem, dass das leckt wie sau. Ich meine, bei mir leckt es immer noch auf niedrig, ab und zu mal. Da ist eine Box. Da komme ich nicht durch, okay. Ist da irgendwas? So, jetzt ganz schön laut da reinknallen. Ja, mein Gott. Ist das asozial. Ja, nicht mal Loot. Okay, cool. Schön, Feinde können jetzt auch in Boxen sein. Das ist doch toll. Und dem wurde sein Kopf abgenommen scheinbar. Das ist echt bescheuert. Das ist bescheuert. Dass ich das nicht einfach so hören kann. Persönliches Logbuch. Dr. Caitlin Marler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten.
Das mit, ja, das mit den Selbstgesprächen ist echt so. Nee, aber bei Stream, ja, wenn du streamst, musst du das halt machen, ne? Warte mal. Was ist das? Torsicherung. Das da hinten irgendwo. Mal schauen, was hier ist. Absolut gar nichts, oder? Ja, scheiße. Die geben leider keinen Loot. Gerade scheiße. Boah, siehst du das mal nicht? Die Decks sind halt echt kacke. Ah, fuck, ey. Hat mich erwischt. Mir wurde das Genick von dem brennenden Hurensohn gebrochen. Wow. Gut gemacht. Ich glaube, ich darf nicht First Hit machen. Ich muss einfach ausweichen und dann draufschlagen. Ich muss einfach saudefensiv spielen. Das nervt mich ein bisschen. Nein. Ja, ich muss einfach defensiv spielen, ne? Ich suche mal ein dunkleres rotes Licht, weil ich finde, das macht tatsächlich ein bisschen Atmosphäre, wenn man das bei mir auch im Gesicht sieht, dass das alles blendet. Gibt's Dark Red. Ja, das ist perfekt, glaube ich. Werbung. Ah, zwei Werbungen. Ah, natürlich nicht überspringbar. Naja, ich warte hier mal kurz einen Moment. Das meine ich, ne? Das sieht man halt auch im Gesicht, dass das da im Bildschirm halt flasht. Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Ja, also es ist wirklich nichts mit für Epileptiker, ne, meine Mutter wird hier abkacken. Lockdown. Ah, oh, nicht schon wieder. Das hatten wir schon die letzten zwei Jahre. Obwohl, eigentlich fand ich das ganz gut. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. X. Dark Red. Kein Dark Room. Ich kann hier keine Fotos ausbilden, leider. Obwohl, leider. Naja, nee, scheißegal, ich mach keine Fotos, also wurscht. Da ist irgendwas. Oh, ich hasse. Du bist bald da.
Lüftungsschächte. Ich hasse Lüftungsschächte. Was ich noch mehr hasse, sind Riesenspiele in Lüftungsschächte. Ach toll, toll, jetzt habe ich zwei Gegner. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Nein! Verpiss dich. So, Nummer 1, Nummer 1. Okay, okay, okay. Gib mir dein Zeug. Ah, der hat sich eingeschissen vor Angst, was? Oh Gott, ey. Okay. Der könnte was tauchen. Oh, geil. Eine neue Waffe. Schön. Lager wurde schon ausgeraubt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Steh bloß nicht auf, du Stück Scheiße. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Nein, nein, nein! Du könntest beides gut gebrauchen. Ach Mann. Ich mag die Brechstange, die ist lustig. Was ist denn das für ein Gefängnis? Hier trägt niemand eine richtige Waffe. Was ist denn los hier? Oh, hallo. Ah, oh, fuck. Naja, ist okay, ist okay. Nein, 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 nein. Oh, der hasst mich richtig, ey. Scheiße. Falsch ausgewichen. Oh, da waren Spitzis. Gib mir dein Zeug. Und wozu ist das gut? Also ich meine, okay, wir sind hier in einem Sicherheitsbüro, ne? Machen unsere Arbeit, schrauben ein bisschen rum an irgendwelchen Sachen rum. Und dann gibt es da die Wand mit den Stacheln. Warum? Handcannon Upgrades. Ah, gut, es gibt also doch Waffen. Wann kriege ich die denn? Okay, ich glaube, es bringt nichts, wenn ich die Leichen zertrete. Schade. Habt ihr alle echt nichts dabei? Da bin ich einfach zu sehr Dead Space gewohnt, ne? Da kriegst du für jeden Scheiß irgendwas. Hast du Dead Space gespielt, Nixsager? Sagt dir das was? Oder ist dir das zu gruselig? Hm. Hm. Was ich verstehen würde, war auch ein Hammer-Spiel. Hat Spaß gemacht. War toll. Hm. Ich verstehe trotzdem nicht, wieso er die Brechstange zurückgelegt hat. Der Name sagt mir was, habe es aber nicht. Ah, ja, 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 hast du was verpasst. Gute Spiele. Wirklich sehr, sehr gute Spiele. Kann ich nicht machen, nichts sage.
Wie viele Punkte hast du denn eigentlich noch, die du so verballern kannst? War das nicht einer hier? Hat er was gesehen? Ah, Mann, fuck, schon wieder verkackt. Ach, shit. Ja, oh, so gut. Ah, scheiße, was? Was war das? Ah, von hinten, fuck, ich hab den nicht mitbekommen. Kacke. Oh, Reklamation, nicht viele. Bei Freddy habe ich jetzt mehr Punkte als bei dir. Oh nein. Ja, aber auch gestern ist auch cool beim Freddy. Die Spiele sind echt nice. Vor allem Mafia 2. Ich hätte nicht gedacht, dass das so technisch fortschrittlich gewesen ist. Na, vielleicht wäre es Zeit, dass ich mich mal heile. Woher kam der eigentlich, der andere? Ja, von hinten kam er nicht. Ach komm, ich bin ausgewichen, das ist was Bullshit so. Woher kam der denn? Komm her, du Stück. Ah. Nein, komm zurück. Komm, ich hau sie ja nochmal ins die Fresse. Gebt mir deine Credits. Ich brauche anscheinend Geld, um hier wegzukommen. Die DE von Mafia 2 ist peinlich. Die deutsche Edition? Wieso? Ah, hier war ich schon. Ah ja, hier war ich ja vorhin. Stimmt. Wofür steht DE? Also ich fand diese Grundsprecher schon cool. Das war schon mal eine coole Sache. Aber ich habe noch so ein Ding. Nice. Definitive Edition. Ach so, wieso? Das werde ich immer hassen, ne? Dass man das nicht direkt einfach abspielen kann. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von dem halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem. Was immer da auch vorgeht, das könnte endlich mal eine Chance sein. Ich muss nur bereit sein. Ach, schade. Ich hätte schon gern gewusst, wieso der Typ eigentlich verhaftet worden ist und wieso er lebenslang gekriegt hat. Wird nicht verraten. Schade. Außer Grafikmods raufzuhauen, haben sie nichts an dem Spiel gemacht. Naja, ist doch... Ja. Ist doch gut. In letzter Zeit habe ich ziemlich oft feststellen dürfen, dass wenn irgendjemand ein Spiel nochmal neu macht... Ne, jetzt schauen wir uns Blizzard an. Dass die Spiele dann als Remaster halt voll scheiße sind, weil die sich irgendeine neue Scheiße einfallen lassen. Gut. Okay, der zittert da ein bisschen. Ich glaube, da geht's weiter, oder? Hoffentlich macht er nichts. Ich denke die ganze Zeit, ich werde irgendwie verfolgt. Ich glaube, das war meine Zelle, oder? Ja, das war meine Zelle. Okay, ich muss hier nicht hier lang.
Nein? Nein, was? Ja, die ganzen Remastered von irgendwelchen alten Spielen finden alle scheiße. Warcraft 3 war ein totaler Reinfall. War das Diablo? Ne, was war das andere? Jetzt fallen mir keine weiteren Beispiele ein. Aber da gab es doch einiges. Siedler neu aufmache wird auch richtig total beschissen sein. Du kannst nicht als Taxifahrer fahren, du kannst nicht mit der U-Bahn fahren, du kannst nicht aus dem Auto schießen und nach der DE-Nummer für 1 hätten sie mehr machen müssen. Ja, wieso konnte man das denn in dem alten Teil machen? Darum geht's mir halt, ne? Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Ich darf mich nicht sehen. Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilen. Das hört er sicherlich nicht. Oh, was war das? Du. Wie oh. Zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Also, die haben einiges rausgeschnitten, meinst du? Du stürzt ja ab und dann geht dir alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich leben? Ja, die Lippen-Synchro ist nicht so geil, aber hey. Oh, hallo. Das ist mein König. Du kannst es haben. Eigentlich ziemlich intelligent, was er da gerade gemacht hat. So, jetzt muss ich den anderen trotzdem umbringen, oder? Ja, der ist doch nicht gestorben gerade, oder? Hä, wie ist denn der verreckt? Elias, ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Du bist härter, als ich dachte. Nee, die alten Teile, halt die nicht Definitive Edition. Ich meine, für mich sah das Spiel ja gut aus, weil ich die alten Teile ja nicht kenne. Ne? Deswegen habe ich keinen Vergleichswert. Aber dann hat sich ja praktisch ja meine Aussage ja bestätigt, dass die Remaster-Teile oder halt Redone oder Neuauflagen, was weiß ich, halt immer so viel Scheiße rausschneiden, die alten Teile halt auch hatten. So. Ja, die mag wohl den neuen Leiter nicht. Mann, die haben nichts mitgebracht, ey. Solche Egoisten. Hey, das bin ich. Ich sehe gut aus. Haben die sich auf mir einen abgewichst oder wieso bin ich jetzt überall zu sehen? Hä? Oh. Okay, ich habe eine Maus. Wieso habe ich jetzt eine Maus? Ah. Kapitel abgeschlossen. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für Sie, für diese traditionsreiche Institution, zum Wohle der Menschheit. Hm.
Naja, vielleicht hatten die dann keinen Bock mehr beim zweiten Teil mit der Definitive Edition. Jetzt fällt es mir ein, natürlich, GTA Vice City, GTA San Andreas, das GTA 3, die waren ja auch ein totaler Reinfall bei der Definitive Edition. Nice. Das ist halt einfach katastrophal, das sieht man ja, da kann man einfach aufspringen, ja, cool, das hat sich damals gut verkauft und die Fans, die kaufen das einen ab. Ja, scheiße, was ist das denn? Und dann kann man natürlich die Kuh ausmelken ohne Ende. Ich halte immer noch Gamer für einer der dümmsten Verbraucher, die es gibt, ne? Das ist so unfassbar eigentlich. Ah, ich glaube, mit dem stimmt was nicht. Zurück, Treppen, Treppen. Hat er den zerfetzt gerade? Ich würde gerne um den herumlaufen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gleich machen wird. Vielleicht auch nichts. Was ist das denn? Oh, was von vorne, fuck. Ich verstehe nicht, ob ich bei Leben Leben kriege oder was ist denn das? Energieumwandler. Bauteile, die einem Reforged zu einem niedrigen Preis für Callisto-Credits verkauft werden können. Die OGC hat den Kauf dieser Schmuggelware autorisiert, um sie aus dem Umlauf zu nehmen. Hm. Also ich glaube, ich krieg so Leben, wenn ich die Dinge aussammle? Keine Ahnung. Die Originale von GTA kann man nicht mehr kaufen und bei der DE von Mafia 3 ist es leider auch so. Bei Steam und Cox sind die nicht vorhanden. Ja, klar. Weil die halt, die wollen natürlich Geld damit verdienen. Das ist klar, dass man die nicht mehr kaufen kann. Ja. Dürften die sich auch erlauben, finde ich, bin ich voll bei denen, wenn die halt auch ein Spiel rausbringen würden, dass das halt technisch gut ist. Das genauso gut ist wie die alten Teile ist, dass die alten Fehler der alten Teile ausgemerzt hat und so weiter. Aber das passiert halt nicht. Das ist dann buggige Scheiße, ey. Wir haben letztens, ich habe bei einem Kumpel, wir haben GTA Vice City gespielt und boy, ist das buggy, das Game. Das ist unspielbar, wirklich. Es ist wirklich unspielbar. Und dann wollen die dafür Vollpreis haben, ne? Die 30, ja gut, Vollpreis nicht. Ich glaube, das waren 40 Euro oder sowas. Aber trotzdem, dreist, einfach dreist. Und das ist inzwischen schlimmer geworden. Ich meine, das Spiel kostet hier auch 60 Euro und ist an Tag 1 zumindest auf Ultra unspielbar. Jetzt geht's gerade, aber trotzdem kommen Lags, wenn halt irgendwelche irgendwelche Sequenzen kommen. Das geht halt eigentlich gar nicht, ne? Jacob, hier drüben, komm schon, beweg deinen Arsch, lauf! Ja toll, schubst mich. Gut gemacht. Mit einem Hammer hat ihm gerade einen Arm ausgerissen. Das muss man auch schaffen. Was soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Ey, das ist wenigstens geil, ne? Wenigstens kostenlos. Das ist doch schon mal schön. Ja, da geht halt auch viel Geld flöten. Das ist schon sehr kulant von denen, aber... Macht das Sinn? Ja, Moment, ich muss hier Zeug holen. Ja. Ah, ich kann doch Gläser aufbrechen. Volles Leben. Voll Leben. Voll Leben. Looten. Wir haben Zeit. Alle Zeit der Welt. Oh Mann, schade, ey. Ich hätte mehr Leben verlieren können. Jetzt lasse ich da ewig viel rumliegen. Kann ich das nicht einfach mitnehmen? Der sagt mir da eine Waffe. Oh, der hat eine Waffe. Das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Was ist denn das für eine Pimmelpistole? Das ist einfach winzig. Guck im Reforge eine Waffe. Oh, geil! 3D-Drucker oder was? Läuft. Das ist hier. Wieder so ein Monster, oder? Nee, doch nicht. Muni? Energiewandler, Revolvermunition. Gesundheitsinjektor, Callisto-Credits, alles. UJC-Doc zu Ihren Diensten.
Pistole, Revolver, eine massengefertigtes und wirkungsstarkes Dienstpistolenmodell, das es nur in Black Iron gibt, basiert auf der UGC Modularwaffenplattform. Was ist denn das da hinten, dass das schwebt? Egal. Montage. Mega cool. Jetzt sieht's aus wie eine Wummel. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Ey, da war ich doch vorhin drin. Das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren Sie da einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Ich find's auch geil, dass die Untertitel nicht zur Sprachausgabe passen. Aber das ist jetzt heute im großen Niveau. Ja, das bringt alles nichts. Die haben keinen Loot. Ich brauche die alle nicht zu zerstampfen. Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Combo-Angriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Drücke und halte die rechte Maustaste. Drücke dann schnell die linke Maustaste, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Das verstehe ich gerade gar nicht. Okay, also Linksklick ist Nahkampf und Rechtsklick ist Schießen, alles klar. Warte mal, ist das ein Tor? Das ist ein Tor, oder? Nee. Oh oh. Ja, oh, fuck. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, also das ist praktisch mein Finisher, in anderen Worten. Och, Eier, ach nee. Immer das gleiche, ne? Erst fängt das ganz, ganz harmlos an und dann wird sogar der Boden korrumpiert. Unschön, 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 unschön. Das meine ich, ne? Lex halt. Das muss jetzt sein. Ach so. Gibt auch Steigangriffe, ist sehr gut. Gib mir dein Geld. Oh, Scheiße. Ich hab mich gerochen, oder? Naja, hab mich gerochen. Ah, verflucht nochmal. Ah, nein, ekelhaft. Tot? Ja, tot.
Castalex. Ja, liegt aber nicht an mir. Das ist leider das Spiel. Ne, da geht's weiter. Ich guck mal ein bisschen weiter rum. Jetzt bräuchte ich das Leben von vorhin, ne? Das ich halt liegen gelassen habe. Das ist ja jetzt schön. Ja, reicht langsam mit den Geräuschen. Achso, da kann man durch. Das ist ja cool. Credits, sehr gut. 22, mhm. Ist das hier eine Art Internetcafé? Ich weiß jetzt echt nicht, welche Richtung ich eigentlich langlaufen muss, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da... Naja, passt schon. Chillt einfach mal. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Was war denn mit dem anderen Aufzug los? Also ich muss sagen, auch dafür, dass es jetzt auf niedrigste Grafik ist, sieht das echt gut aus, ey. Leck mich am Arsch. Warte mal, nee, ich kam von hier. Nee, ich kam. Nee, da lang. Ja, schön. Gefällt mir gerade nicht. Ja, super, jetzt war ich in dem anderen Raum nicht. Bisschen erschrocken, ey. Nein, ich jetzt nachher. Schön kuscheln. Zack. Zack. Nochmal eine drauf. Ja, schön. Und Leben zurückgekriegt. Perfekt. Ja, was soll ich denn hier sein? Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Nochmal nachladen. Nicht, dass mir die Scheiße nochmal passiert. Wieder so ein Scheißvieh wahrscheinlich drinnen, oder? Schön. Makellos, Energieumwandler, Revolver, Muni, okay, cool. Bäh. Okay, ich glaube, das war der einfache Ecke, die ich looten konnte. Hoffentlich komme ich wieder irgendwo anders hoch. Ich hätte gern wieder Leben tatsächlich. Ah, ich bin oben wieder rausgekommen, okay. Nein, nicht treten.
Wie das so locker flockig durch die Gegend joggt, ne? Nähern Sie sich nicht dieser Einheit. Kritikstoffförderer erkannt. Wieso sind die ganzen Roboter eigentlich kaputt? Wie passiert denn sowas? Was habe ich gesehen? Das hat mich gesehen. Ah, nein! Oh, scheiße. Autsch. Zurück in die Zellen. Okay, sie brauchen keinen Kopf, alles klar. Ah, wow, das war krass ausgewichen gerade. Nein! Wenn du nicht nett zu anderen bist, findest du nie neue Freunde. Ja, danke für den Tipp, nix sag. Sorry, Freunde will doch niemand haben. Komm, bleib so, dann kann ich dich stabben. Bleib so. Yes. Weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Gesundheit. Wie dich? Also du brauchst echt mehr Selbstbewusstsein. Nee, hab genug. Hab genug Selbstbewusstsein. Ist hier irgendwas drin? Hä? Nee. Ich dachte, ich hätte ein Monster gehört, das war ich, der rumschreit. Was sind denn das alles für... Wie... Lauter Behälter, die mir nichts bringen, ne? Verschlossen. Hä? Ist hier ein Schacht irgendwo oder habe ich was verpasst? Das theoretisch, aber ich komme da nicht rein. Und ich meinte nicht wie mich, sondern ich meinte wie die da. Diese Monster da. Die will doch keiner als Freund haben. Wo zum Teufel soll ich denn hin? Hier ist nix. Oder muss ich am Roboter vorbei? Da, ist doch, da war doch auch ein Glas irgendwie. Ah ne, ich muss da rein. Ne, ich muss da nicht rein. Den kann ich nicht töten, so, ne? Okay, ich muss ehrlich sein, ich verstehe nicht, wo ich langlaufen soll. Wäsche, ja, schön, aber das ist kein... Zugriff verweigert. Ich kann sie nicht öffnen. Ach so. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern.
Warte mal, war da nicht am Anfang einer? Hab einen! Der Roboter wird mich jetzt abfacken. Achso. Neue automatische Aufnahme. Laut Anweisung 1a wurde der Zugang zum Schuh-Medizinflügel zur kinetischen Zelltransfersystem Wartungsbucht vom BAP-Sicherheitsnetz genommen. Alle Anmeldedaten werden jetzt direkt auf die zivilen oder UGC-BAP ausgestellten Implantate geladen. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich musste die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer. Selbstdiagnose initiiert. Warden Cole? Wo sind Sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Zurück in die Zellen. Das Ende einer langen Reise. Okay. Also irgendwie ist der Anführer des Gefängnisses hat wohl einen Knall. Ja, Schritte? Okay. Scheiße, man fällt auseinander. Bei GOG habe ich sie das Original von Mafia 3 durch die Definitive Edition ersetzt, die kam 2020 raus und eine Rezension ist von 2018. Naja. Das mit der Rezension kannst du dir eh mal in den Arsch schieben, weil das ist ja auf Amazon auch nichts anderes. Entweder sind die gekauft oder das sind Rezensionen von alten Artikeln, die für neue Artikel verwendet werden, damit die so rüberkommen, als ob die geil wären und dann, ja, und dann merkt man, dass das nicht passt alles. Alles voll für den Arsch. Internet ist einfach Kacke. Ich höre irgendwas rum. Steppen. Was ist denn das? Ist das der da hinten, ne? Naja, das heißt auf Munition vergeuden. Tun wir nicht. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Ich gehe mal rechts. Arbeite. Also ich dachte, da sitzt einer komisch rum. Oh, mein Gott. Okay, das war witzig. Gut gemacht von denen. Damit habe ich auch nicht gerechnet gerade. Das verstehe ich nicht. Sie müssen jemanden schicken. Ich weiß nicht, wie lange diese Tür noch
Das ist zwar Officer Prutmatos, aber unten steht, dass es Officer Simmons ist. Keine Ahnung. Ja, noch ein Monster, komm, hopp. Spring mir ins Gesicht. Oder auch nicht. Revolver-Muni? Sehr gut. Revolver-Munition ist immer... Inventar voll. Ach komm, ich spiele auf die schwierigste Stufe. Ich kann jetzt nicht, so gut durchkommen. Ja, ich weiß, ich bin vorhin ein paar Mal gestorben, aber insgesamt komme ich gut durch. So, da ging es irgendwie runter. Ist ja gar nichts. Ah, doch. Würdest du auch so in einer Disco gehen, wenn die ein Weibchen anspringen würde? Ja. Nix sage, nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich nicht meine Grenzen habe, ne? Und tatsächlich ist es schon mal passiert. Da wollte mich irgendeine küssen in der Disco. Da habe ich die wegdrücken müssen, weil ich halt gar keinen Bock hatte. Und das nicht einmal. Aber hey, wie kann man dem widerstehen? Ich verstehe schon. Passt schon. Hä? Man, jedes Mal, wenn er schreit, denke ich, dass es ein Monster ist. Aber das ist er mit seiner komischen Stimme. Na, hier ist nichts. Vorhin konnte ich noch nach links, dann muss ich noch gucken, was da ist. Ich glaube, hier geht's weiter. Boah, leck das, ey. Ja, das meine ich. Das wirkt halt immer, wenn es nicht sein muss. Gib mir dein Geld. Ja, ich hätte andersrum laufen müssen. Ich glaube, da habe ich noch was ausgelassen. Stimmt, hast genug Selbstbewusstsein. Richtig. Meilenweit. Viel zu viel. Oh, okay, ich glaube, da geht's weiter. Dann gehe ich wieder zurück. Guck nach, was ich da verpasst habe. Ja, die Ruckler sind halt schon scheiße, ne? Die müssen echt nicht sein. Die kommen immer, wenn es nicht sein muss. Und das ist halt dumm bei einem Spiel, das von der Atmosphäre lebt. Es nimmt so viel weg. Ja, ich kann ja theoretisch auch da durchkrabbeln. Wenn es halt so anhängt, dann sind doch die Schockmomente für den Arsch. Ja, richtig. Das ist halt echt kacke. Ja, ich hätte auch durch die Tür durchlaufen können. Keine Ahnung, wie ich jetzt da durchgekrabbelt bin. Kommt da einer? Inventar, ja, was soll ich denn machen? Makellos Energieumwandler. Ist hier ein Laden? Ist hier irgendwas zum Verkaufen? Ja, dann wechsle ich mal den einen mit dem anderen aus, hätte ich gesagt, wenn der schon sturz. Dachte ich mir. Also das mit der Übersetzung haben die auch echt gar nicht gut gemacht, ne? Gar nicht. Weil sobald ein Leck kommt, passiert irgendwas. Jetzt passiert nichts. Keine Lecks. Und ich finde es ein bisschen verstörend, dass ich hier irgendwas rumkrabbeln höre links, aber ich glaube, das sind seine eigenen Füße. Aber ich höre die, als ob die links von mir in der Wand wären irgendwo.
Ja, ich hoffe, die fixen das bald. Das mit den Hängern, das geht gar nicht. Nein, ich habe eigentlich nur noch 20 Minuten, weil dann muss ich das Spiel zurückgeben. Aber... Ja, keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Ich glaube, das war der andere Weg wahrscheinlich. Da diese Krankenstation, die ich jetzt nicht angeguckt habe. Vielleicht führen alle Wege nach Rom. Das kann sein hier im Game. Und ich brauche immer noch einen Laden. Ja, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Oh komm, ich bin ausgewichen, du Stück Scheiße. Ah, Mann. Ah. Ja, da ist nix. War doch schon hier schon. Ups. Ah, bin im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Auch abgekackt, okay. So, jetzt gewöhne ich es mir einfach an, jedes Mal E zu drücken, wenn ich diese Dinge aufmache, weil... Schade. Warte mal, 3 Einschusslöcher? Oh, Alter, cool. Eine Dreifachschusspistole. Das sah gruselig aus. Gehen wir mal da lang. Nein! Jetzt kriege ich auch so ein Teil. Cool, oder? Chris? In der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen sich gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Ja, das ist halt echt wie Dead Space mit dem. Mach ich. Mit dem Teil. Oh, ich habe eine neue Anzeige. Mittlere Maustaste? Ja, was? Hä? Grip. Energie, Grip, ein Objekt. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu verwenden und benutze die Maus, um auf den Berg zu zielen. Während du die rechte Maustaste gedrückt hältst, rolle das Mausrad nach unten, um Objekte mit dem Grip zu greifen und... Oh Gott, ey. Mhm.
Die Frage ist, was ich für Objekte halten kann. Ne? Ich finde diesen Propantank ziemlich praktisch. Aber cooler Effekt. Keine Ahnung, was gerade passiert. Ach, der hat ihm die Arme rausgerissen. Sie wussten nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Schade. Okay, cool. Kann ich dich gegen die Decke steuern? Ah, nein! Ah, fuck. Arm abgerissen. Ah, wenn das nur leckfrei wäre, wäre es so toll, ne? Es versaut mal ein bisschen den Spielspaß, finde ich, wenn das alles so hängt, jedes Mal, wenn irgendwas passiert. Naja, gut, ich wollte jetzt eigentlich, wo ist denn hier der Propantank? Ah ne, der war da. Ah, Mann, das ist super cool gewesen, ey. Fuck, ey. Puh. Wer kam der denn jetzt? Ah, scheiße, nein. Nein, nein. Der ist ein Fetter, ey. Der hält fast so viel aus. Scheiße. Verreckt doch jetzt. Nein. Oh, shit, ey. Hä, der war einfach mittendrin einfach da, ne? Der kam einfach. Aber das mit der Propanflasche wäre cool gewesen, wenn die noch in die Luft gesprengt worden wäre, ne? Noch in der Zeitlupe, aber nu. Verdammt, ey. Aber ich glaube, die müssen einmal getriggert werden, damit die nicht mal laggen. Das ist irgendwie komisch. Super optimal, wirklich. Das hätte ich gern gewusst, woher der Fette herkam. Ach so. Scheiße. Nein, nicht die Ecke. Nein, nein, nein. Oh Mann. Hallo, Falke. Oh, Mann. Ah. Aber dass die Propanflasche nicht in die Luft gesprengt wird, finde ich echt super schade. So, ich scheue da ihm jetzt mal was anderes ins Gesicht. Ja, das Ding. Das macht Funken.
Ah! Nachladen. Kannst du endlich sterben, du fettes Stück Scheiße. Schön in die Ecke reingezimmert. So. Geht doch. Ach, mir fehlt doch. Hä? Kann ich das aufladen? Ich hatte eins dabei? Okay, keine Ahnung. Na, wie geht's, Falke? Lange nicht mehr gelesen. Hast du das Spiel auch, oder? Oder bist du dran interessiert? Oder sagt dir das überhaupt irgendwas? Aufgeschlossen. Ich wünschte, ich wäre auch ein bisschen mehr aufgeschlossen. Laufe ich hier richtig? Laufe ich hier falsch? Ich glaube, ich laufe hier richtig. Also laufe ich andersrum. Was ist hier? Grip-Akkusatz. Okay. Ja, ist mir klar, dass es sich auflädt. Das braucht voller lange Text für nix. Inventar voll. Nutzen. Inventar voll. Pff, ey. Ich spiele auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad und ich habe echt Inventarprobleme, ey. Weil ich mit dem Verbrauch nicht hinterherkomme. Oh, cool. Ja, warte mal, da kann ich doch Sachen verkaufen. Energieumwandler. Weg. Heute die Batterie. Ich weiß nicht. Ja, für 10. Ne, behalte ich die doch mal. Gehört von dem Game. Was? Soweit ganz gut. Gehört von dem Game schon. Aber ich habe mir gerade erst die große Edition von Devil May Cry 5 geholt. Das feiere ich aktuell. Heißt das in anderen Worten, dass du gerade kein Geld für was anderes hast? Scheiß Fuckvieh. Hier ist auch noch einer drin. Ne, doch nicht. Hier ist noch einer drin. Ne, auch nicht. Okay. Kann ich was kaufen? Bitte treffen Sie eine Auswahl. Gesundheitsinjektor, eine Ampulle, 500. Ach so, das ist kaufen. Munition. Nee, brauche ich nicht. Elektroschlagstock. Ein Bewegungsenergiekondensator, der an alle Mitglieder des Sicherheitspersonals von Black Iron ausgegeben wird, zur Verwendung mit der UGC Modularwaffenplattform entwickelt. Ich meine, in Nahkampf mache ich eigentlich ganz viel. Die Revolver versuche ich eigentlich, die Munition zu sparen. Machen wir das. Schaltet, warte mal, wie viel Geld habe ich? 300. Schaltet einen neuen tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block des letzten Angriffs eines Feindes verwendet werden kann. Öffnet die Abwehr des Gegners für Folgeangriffe. Nach dem Block. Bei dem Block verliere ich aber Energie, Gesundheit. Das ist doch scheiße. Was ist das? Schaltet einen neuen schwereren Angriff frei, ideal für extreme Situationen, der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Eine leichte Reagierungsfülle, die Schwunggeschwindigkeit durch die Reduktion aerodynamischen Widerstands erhöht. Das heißt, ich schneide schneller durch die Luft durch und deswegen kann ich schneller schlagen. Boah. Was gibt's hier? Rekonfigurierter Druck durch die Ergänzung eines vorderen Angriffs, um Rückstoß zu verringern. Rückstoß habe ich nicht, ein Problem. Grip erhöht die maximale Energiekapazität mit Nachrüsterweiterungszellen. Ja, maximale Energiekapazität ist gut. So. Und bei dir ist soweit alles gut? Ja, ich bin erkältet seit einer Woche, aber sonst passt schon alles. Heute Abend werde ich, glaube ich, nicht voll sein. Ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen. Morgen wahrscheinlich eher, weil wir morgen meinen Geburtstag nachfeiern und deswegen wird es wegen viel. Ja, mal schauen. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sicherungsziel, kann er beim Aufprall verletzt werden. Erhöht die Grip-Aufladerate durch zusätzliche Kühlkörper. Was nehme ich denn? Ich finde Grip eigentlich. Komm, ich nehme mal die Schleuderkraft noch mit. Qualitätsprüfung bestätigt.
Doch, ich bin aktuell noch am Überlegen, was ich mir noch holen soll. Ah, also hast du doch noch Geld, okay. Lieber was gebe ich nach Feinden. War alles gut nach. Dankeschön, Dankeschön. Ich hatte am 28. November. War nice, war lustig. Was machen wir denn? Blocken? Kontangriff? Ja, nehme ich mit. Die UJC haben nicht für eventuelle Defekte. Abgeschlossen. Da ist doch gerade nichts passiert, oder? Gut. 30. Drücke S, um einen gegnerischen Nahkampfangriff zu blocken. Ein erfolgreich geblockter Angriff fügt viel weniger Schaden zu. Suche nach dem Block nach einer Gelegenheit für einen Gegnerangriff. Tiefe Angriffe fügen dem Gegner Schaden zu und werfe ihn um. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich würde es nur gerne ausprobieren gerade. Das nehmen wir mal mit. Hier ist sonst nichts, glaube ich. Von wo kam ich? Ich kam von da. Ah ja, schön. Die hängen halt ein bisschen rum. Okay. Hätte ja sein können, dass sie irgendwas fallen lassen, ne? Ich meine, wenn die schon so hängen wie Piñatas. Was ist das? Level up, naja. Falls man das so nennen möchte. Wer ist gerade gestorben? Das ist der Simmons. Für jemanden, der erhängt wird, schreit aber ganz schön viel rum. Jedenfalls hat anscheinend zwischen 2022 und 2283, wann er geboren ist, wurde anscheinend Europa von Mexiko erobert, weil Teotihuacan El Astro in Europa hört sich komisch an. Das hört sich sehr mexikanisch an. Oh, der hält sich die Nase zu, weil es hier stinkt. Oh, den haben die aber besonders gehasst. Den haben die richtig gehasst. Das ist aber wahrscheinlich voll der Wichser. Was ist hier? Nichts. Kann ich hier durch? Nee. Hätte ja sagen können. Der sieht kaputt aus. Geh rein. Ich kann ihn von hier aus. Oh Gott, stell dir vor, da wäre kein Aufzug gewesen. Einfach runterfallen. Cool. Ich lass dich langsam und sachte runter. Der lässt mich nicht sachte und langsam runter. Da finde ich Cyberpunk aktuell noch schlimmer von der Verstimmung her. Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Elias! Das System reagiert nicht! Du musst es manuell machen! Wie soll ich manuell bremsen, bitte? Klemm einfach was in die Bremse! Die Hand! Einfach die Hand in die Bremse reinklemmen. Schnell! Die Knochen! Schön. Mal ein bisschen Kraftausdrücke. Finde ich wichtig tatsächlich. Das verschlimmert alles. Jacob, hörst du noch? Ja, gerade so. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Kann's kaum erwarten. Ups. Muss ich da echt hochklettern? Wow! Verdammte Kacke. Das meine ich, das leckt halt jedes Mal. Was soll das? Kannst du sterben, bitte? Ja, die haben Credits dabei. Ich weiß ja nicht, wieso die Credits dabei haben, aber die haben Credits dabei. Ja, es liegt halt immer im falschen Moment, ne? Ich hoffe, die fixen das bald, ey. Das ist so, ist das echt nicht machbar. Kommst du da raus?
Ah, das ist der Schlag. Okay, cool. Zack. Ich krieg gerade irgendwie Lust, Baseball zu spielen. Ich weiß nicht, wieso. Komm ich da hoch? Ja. So, Energie kann ich verballern wie sonst was. Ich meine, irgendwie kriege ich anscheinend genug. Okay, diesmal hat es nicht mal geleckt, aber der war irgendwie aus der Sichtweite. Ich wollte eigentlich da lang laufen. Ach so, das ist ja gut. Ich muss gucken, ob ich die Viecher aus der Entfernung zerschießen kann, bevor die mich angreifen. Das wäre echt praktisch zu wissen. Also dafür, dass ich es auf dem schwierigsten... Also ich freue mich, wenn ich das Spiel durch habe, weil im New Game Plus, da werde ich auf jeden Fall das Schwierigere noch schwieriger spielen wollen, weil das ist mir gerade ein bisschen zu... Ah, da hinten war einer, okay. Der zieht einen rein, ne? Okay, klappt nicht. Ah, lass mich raten, jetzt gibt es so ein Zeitverlangsamungsmodul. Stacheln, okay. Mehr Stacheln. Hey, warte mal, ich bin jetzt in die Runde gedreht, oder? Nee, hä? Ich versteh's nicht. Boah, fuck, Alter, der hat mich erschrocken jetzt gerade. Kenny Brown. Wo ist er denn? Kenny. Carrie. Einweisung höchster Priorität. Sicherheitspersonal wird zum kinetischen Zellentransfersystem Wartungsbuch in Santanlage. Höchster Wichtigkeit wird um 0315 transferiert. Bereich auf Personal mit Freigabe Level Zeta begrenzt. Tödliche Gewaltanwendung wurde autorisiert. Okay, danke. Hat ja überhaupt nicht geklappt, was? Oh, hey, da ist eine Kiste. Also Cyberpunk sogar mit den Gore-Mods ist richtig krass. Das wollte ich schon seit 10 Minuten sagen und irgendwie... Oh, cool. Krass viel Zeug gekriegt. Krass viel Zeug gekriegt. Ist hier schon wieder so ein Vieh? Naja, aber ganz viele von den anderen. Oh Gott, das sind echt viele. Mal schauen, ob ich jemandem das helfen kann. Der linke wäre jetzt super wichtig. Du hast mich nie gesehen. Du hast mich nie gesehen. Chill. Oh nein. Ah, scheiße. Op. Na, ich hab's gewusst, hinter mir sind auch welche. Scheiße. Ich hab's gehört. Ah. Ja, ich bin nur kurz vor dem vierten. Kurz vor dem vierten Ende, dann habe ich alle durch, inklusive das Secret Ending. Ich hab's nur einmal durchgespielt. Ich versuche jetzt gerade 100% zu holen. Deswegen habe ich keine Ahnung von den Enden. Also. Okay, alles klar. Das ist schlecht. Wieso kann ich ihm die Beine nicht zerhacken?
Echt, wie soll ich denn hier rauskommen, bitteschön? Au. Ja, ich bin gestolpert. Ich bin gestolpert. Okay, das sind viele Gegner. Das ist schwierig. Das ist jetzt schwierig. Vor allem, wo kommt denn der andere her? Hier ist doch nichts. Oh, da ist Leben. Aber dann halte ich mich kurz nochmal. Ich sehe halt den Unterschied zwischen Grün und Gelb halt nicht so gut, ne, muss ich es zugeben. Suboptimal. Wo ist der andere? Wo taucht er auf? Au. Alter, wieso leckt denn das jetzt so? Nein, hör auf, rumzukrabbeln. Hör auf damit. Ey, die Spukviecher sind echt gefährlich, Mann. Ah, shit. Oh, Mann, ey. Ich habe mich wahrscheinlich total dumm angestellt, weil ich gerade eine explosive Tonne gesehen habe, die ich wahrscheinlich hätte einfach anschießen können. Aber ne. Ich habe nicht dran gedacht und bin ein Depp. Und deswegen hat es nicht. Hat es nur mit Komplikationen hingehauen. Ich wollte eigentlich draufsappen. Ich wollte nicht drüber springen. So, jetzt will ich wissen, ob die wirklich hochgegangen wäre. Ja, okay, schade. Kann man da hoch? Ne, kann man nicht. Da hätte man die zurückstoßen können. Da ist verschlossen. Wahrscheinlich wird da irgendwas getriggert, oder? Ne. Ah. Ach so. Ich dachte, ich kann es aufmachen, offen lassen und das Zeug wieder rausziehen, aber ne. Okay, alles klar. Ah, jetzt bin ich über die 2 Stunden drüber, jetzt kann ich das Spiel nicht mehr zurückgeben. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass sie mal demnächst einen Patch rausbringen, wo die dann die ganzen Hänger aufheben. Beheben, nicht aufheben. Oh. Das Ding ist echt verdammt groß. Hör auf. Elias, ich bin im Aufzug. Ich sehe dich zu. Elias, alles klar? Naja, kann ich mal kurz die Möglichkeit mal nutzen. Ich hab noch... Oh, ich hab keine Heilungsmittel mehr. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Elias! Kannst du mich hören? Ja, da ist er doch. Sorry für die Funkstelle, ja? Hier war totales Chaos. Mister kam irgendwie rein und hat alles zerlegt. Kommen wir noch in die Show? Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Ich könnte wetten, er hat es irgendwie erwischt und er verwandelt sich demnächst in so ein Vieh. Ist hier nichts da? Echt? Wow. Okay. Dann gehen wir rüber.
Gar nichts. Wow. Ey, das leckt wie Scheiße, echt. Was hat's eigentlich noch? Ändert das Magazin, um Magazine mit hoher Kapazität aufzunehmen, erhöht das Schadenspotenzial der Waffe, indem der gesamten Munition zusätzliche Treibladungen hinzugefügt wird und fügt ein Alternativfeuermodul hinzu, das explosive Patronen abfeuert. Patronen explodieren mit einer Verzögerung nach dem Aufprall. Okay, nicht schlecht. 300. Eine leichtere Legierungshülle, die Schwunggeschwindigkeit. Das ist wichtig, das brauche ich unbedingt. Aktivierung der Druckfertigung. Der ändert wieder nichts ab, oder? Abgeschlossen. Jetzt ist aerodynamisch und ich kann schneller zuschlagen. Finde ich krass. Ja, ist doch okay. Alle haben es total eilig. Irgendwie erinnert mich der Blut so ein bisschen an den Film aus ohne diese Kräfte. Ich weiß leider nicht, wie der aussah, aber so ein bisschen in den Eltern, ne? Da fehlt die Mütze. War das im Famous? War das das? Das war doch dieses... Ah, scheiße. Ja, renne ich da durch oder was mache ich denn? Ah, oh, da kann es immer noch machen, scheiße. Ah, scheiße, nein. Ah, fuck. Weil er den Schuss nicht platziert hat, sonst hätte ich den erwischt. Ja, vielleicht schieße ich die aus der Ferne. Ich meine, Munition müsste ich genug haben. Oh, wieso denn? Wieso? Als ob die Spieleentwickler ihre eigenen Spiele nicht spielen würde, ne? Halt. Der Speicherpunkt ist doch hier nicht sinnvoll. Der Speicherpunkt wäre sinnvoll gewesen, wenn ich, als ich in den Aufzug eingestiegen bin. Oh, Mann, ey. So was hatte ich behauptet. Das war das hier, glaube ich. Aktivierung der Druckfertigung. Abgeschlossen. So kann ich hier speichern. Ja, kann ich, okay. Bitte schalte die Stromzufuhr nicht aus, okay. Ich versuch mein Bestes, dass ich hier meine Stromzufuhr nicht ausschalte. So, wie viel habe ich denn an Munition? 18 Schuss, ja. Überall diese Dinger. Ich glaube, das ist die Muni-Verschwendung, was ich hier mache, aber hey. Hauptsache einer von der beiden ist tot. Ja, jetzt habe ich gar keine Muni mehr. Geil. Kommt her. Ah, ich habe auch nichts zum Heilen, was? Hast du was zum Heilen? Danke. Was ist mit dem anderen? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Scheiße, der ist ausgesperrt. Ah, fuck. Ah, nein! Ja,
Hau er endlich um. Ah, shit. Nicht mich, den anderen. Ja, ich suche. Der ist gerade tot. Ja, ich suche. Okay. Ich hätte gerne ein richtiges Schwert. Nein, 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 nein. Ich habe doch extra deswegen gespeichert. Wieso lädt er den auch nicht beim letzten Speicher? Hey, was soll der Scheiß jetzt? Okay, der hat festgesetzte Speicherpunkte. Also ich kann auch nicht speichern, wann es mir passt. Oh Mann, ist das affig, ey. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mir halt richtig derbst auf den Sack gehen, sowas. Ne? Das ist halt, ja, zum fünften Mal kaufen wir das. Das ist auch okay. Jetzt. Abgeschlossen. Ach Mann, ich habe doch Energiemodule. Wieso benutze ich eigentlich meine Energiemodule nicht? Dann kann ich den einen schon mal runterschleudern. Das ist doch schon mal gut. Ah, aber kein Loot. Also das ist schlecht. Ja, diesmal behalte ich mal die Pistolen. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Überall diese Dinger. Naja. Wieso ging dann sein Schlag durch, hä? Psst, hör auf. Ja, ich suche. Ja, schade. Ich habe den einen runtergeschleudert. Den Salut kriege ich jetzt nicht mehr, aber hey, wenigstens bin ich weitergekommen. So, kann ich hier auch gleich mal reinballern. So, Batterievieh. Da ist nix. Keine Ahnung, ob ich die rausnehmen soll, aber. Da mein Akkus hat. Weißt du was? Kann ich schon mal aufladen. Die haben wohl damit gerechnet, dass es hier wohl ziemlich viel Stress geben wird, weil ich meine, drei Health Packs, das ist viel. So, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Was möchte ich denn machen? Hey, Freddy. Hola. Na, was geht? Okay, vielleicht muss ich doch einfach weiterlaufen und die Dinger in Ruhe lassen. Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Und zerfetzt. Hä? Da geht's nicht, da geht's nicht lang. Ah! Warte mal, ja, ich nehme die Dinger mal mit. Werde wahrscheinlich hier gebraucht. Ich meine, wenn ich sowieso nicht durch die Tür durchlaufen kann, dann kann ich die auch mitnehmen. Na, wie geht's? Habe ich das schon gefragt? Egal, ich frag nochmal. Wieder was zum Rausschneiden. Rausschnibbeln. Schnipp, schnipp, schnipp. Ich bin etwas AFK, muss ja nicht fixen, sonst geht's gut. Und hier, ja, passt alles. Bisschen erkältet. Immer noch. Nach einer Woche. Oh, Leben. Nochmal. Oh mein Gott, ey. Also. Fast schon schade, dass ich Spaß habe mit meinen. Die Tür geht erst auf, wenn der Strom wieder voll da ist. Mach dich kampfbereit. Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Ah, scheiße. Ah, fuck. Hat mir das Gesicht wegzerfetzt. Ja, jetzt kann ich das... Ja, schon lange nicht mehr. Schon seit einer halben Stunde kann ich das Spiel nicht mehr zurückgeben. Ich hoffe nur, dass der Story-Modus wenigstens lang ist, ne? Ja, das ist ein guter Speicherpunkt. So gehört süß. Ob ich die da zerfetzen kann, die Feinde? Bzzz. Oh ja. Bzzz. Ja, lol. Geil. Ah, scheiße, nein. Boah, ich bin voll reingestiegen. Scheiße. Nee, das Spiel ist nicht schlecht. Das Spiel ist ziemlich gut, atmosphärisch Hammer, technisch Hammer, aber das Problem ist, dass es halt immer leckt. Und deswegen wurde es review-bombt. Auf Steam hat 22% positive Dingern, weil das halt echt nicht läuft, aber bei mir geht's gerade. Also ich beschwere mich halt gerade nicht. Also doch, ich beschwere mich schon, aber könnte schlimmer sein. Kann ich drüber steigen? Nee. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich trete dir einfach mal ins Gesicht. Oh nein, das ist schlecht. Und jedes Mal, weil dann halt irgendwas passiert, dann leckt das Spiel und das ist halt richtig scheiße. Nein, nicht jetzt! Ah, Mann! Das muss ja immer nachladen, wenn es jetzt sein muss. Fuck. Lad schneller nach. Noch irgendwas? Ah, shit. Ah. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Shit. Achso, die Dinger haben sich gedreht. Ja, eben bei den Schockmomenten wird man vorgewarnt. Da kommt praktisch ein Leck, wenn ich angegriffen werde oder irgendwas. Ach Gott, nicht schon wieder alles. Okay, also die Viecher drehen sich oder was? Ich hab's nicht gecheckt. Wieso bin ich da nicht durchgekommen gerade? Okay, ich kann dort übersteigen. Okay, wo sind die nächsten?
Ich bekomme jetzt lauter Erfolge, ne? Ah, Mann. Oh, es ist vorbei, okay. Irgendwas? Habe ich irgendwo eine Leiche ausgelassen? Ah, es ist offen. Hör auf, halt die Klappe. Jetzt. Gut. Gerade DLCs habe erstmal die Bullen aus dem Spiel geschmissen. Mann, nix, Saga. Eieiei. Eieiei. Nee. Das ist. Dadurch, dass es jedes Mal leckt, wenn irgendwas passiert, ist halt mit dem Einscheißen. Hält sich's in Grenzen. Leider. Und ich würde es gerne auf Ultra spielen, Mann. Sah so gut aus vorhin. Bin unterwegs. Freie Auswahl. Ja, alles andere behalte ich mal. Einheit online. 307. Das kostet so viel Geld, das kostet so viel. Erhöht die Grip-Aufladerate durch zusätzliche Kühlkörper. Rekonfiguriert Druck durch die Ergänzung eines vorderen Angriffs, um Rückstoß zu verringern. Ja, Rückstoß ist nicht das Problem. Schaltet einen neuen schweren Angriff frei, ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Ah, wieso nicht? Ja, vor dem richtigen Studio, aber welches denn jetzt? Meinst du jetzt Nixag oder meinst du jetzt mich? Drücke die mittlere Maustaste, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden, verursachen aber mehr Schaden, können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Ja, okay. Naja, ein bisschen Aufladezeit hat's schon. Ist das von. Ach so, danke. Ist von dem richtigen Studio, keine Fans. Ich glaube, da sind ein paar Leute von Wiss, von den. Scheiße, von den alten Machern dabei. Wie hießen die nochmal? Visceral? Nee, ich verwechsel das, glaube ich, gerade. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Einen United-Tag, oh Gott. Ich könnte natürlich Gesundheitsinjektoren verkaufen, aber ich glaube, Leben brauche ich eher. Ja, ich nehme es mal mit. So, ich habe jetzt da irgendwas rumgeschoben, ne? Habe ich ja. Was muss ich denn hin? 10 Toren Schacht. Muss ich nach unten wieder? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Was habe ich denn gerade gemacht? Verschlossen. Okay. Ah, neue Tür. Ach so, ja. Also von Fans ist das nicht gemacht. Aber ich glaube, ein paar alte Mitarbeiter sind auf jeden Fall dabei, weil das ist schon sehr, sehr an Dead Space angelehnt. Thank you.
Oh, der starke Schlag ist heftig. Okay, nach dem Ausweichen ist es immer gut. Zack. Kannst du endlich verrecken? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Nein. Nein. Ah, nein, 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 nein. Hm. Aua. Ach man, das war knapp. Wenn du unser Crucible Spiel Barbie PC spielst und fragt dich, was für Menschen das entwickelt haben. Also ich könnte ihn auch einfach runterschleudern, aber ich will ihm seinen Loot haben, verpflegt. Ja, toll. Gut gemacht. Daneben. Das sah witzig aus. Einfach gesteuert. Der hat einen Schraubenschlüssel in seinem Ärmel. Wie sollten der. Da unten. Seht ihr das? Links? Der hat einen Schraubenschlüssel im Ärmel. Was soll das denn? Ist das seine Armschiene? Whee! Oh. Okay, sie zerfickt mich. Scheiße. Ah, Mann. Ja, das wird jetzt hart. Den Schraubenschlüssel braucht ihr, um Freitag zu der Disco richtig abzudrehen. Oh, boah. Oh, Mann. Ja, schleudere ich die jetzt einfach hier runter oder nicht? Ey, ich bin jetzt zweimal in die falsche Richtung ausgewichen. Wow. Oh. Oh nein. Ja, er greift mir halt einfach in die Wangen und meine Augen bluten einfach. Das ist halt Überdruck. Ah, Mann, fucking Scheiß. Hör auf damit! Ist bestimmt ein wirksames Mittel gegen Migräne. Würde ich mal behaupten. Der ist voll eifersüchtig auf mein cutes Lächeln. Gib mir dein Lächeln. Ich will dein Grinsen. Fällt er da einfach ekelhafte Szene und deswegen. Wie ihm einfach die Schüsse nichts ausmachen, ne? Ja, gut, mache ich defensiv. Ist okay. Bleib liegen. Ah, fuck, ich hab's schon wieder verkackt. Ah, Mann. Das sieht so bescheuert aus. Ah.
glaube schon. Mach mal. Ah, nicht vom Boden aus angreifen, du. Hey, was geht ab? Reißt er mir den Arm aus einfach. Ja, ich könnte die beiden echt locker killen, ne? Aber ich will halt einfach den Loot nicht zurücklassen. Na, ja, das war dumm. Ach, schade, ich kann ihn nicht aufeinander schleudern. Oh nein, das spawnt ein Dritter, oder? Ja, ich habe ihn gehört, fuck. Oh, hallo. Scheiße. Ja, viel Spaß. Mal gucken, ob ich noch da bin. Muss ich gucken, wie lange ich das hier noch mache. Dich in die Nase, bäh, das mag doch niemand. Schön stunlocken hier. Na endlich. Hör auf, dich zu bewegen. Danke. So, jetzt kommt noch der Flammentyp. Heile ich mich? Nee, ich heile mich nicht. Woher kam der eigentlich? Ach so. Komm. Darfst du durchfallen. Oder auch nicht. Wo geht's hier weiter? Ich meine, ich könnte theoretisch rüberspringen, was ich aber nicht glaube. Oder? Nee. Aufzug. Das Ding runterholen kann ich auch nicht. Ich dachte an den Monstern bleibe ich hängen und jetzt bleibe ich daran hängen, wie ich weiterkommen soll. Ich habe doch die Dinger runtergefahren, das weiß ich noch vorhin. Aber wofür habe ich die runtergefahren? Damit ich draufklettern kann? Nee. Ah. Ich hab's. Ist das wirklich die richtige? Hey! Aua. Wieso muss ich die wiederholen? Hol mich hier raus! Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass hier ist? Ist hier, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich bin hier schon ewig. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns ein Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht. Oh, was eine Bitch, ey. Ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir. Ich? Keine Ahnung. Alarm! Notfallverriegelung gestartet. Toll. Elias! Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. Toll. Schon klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zum Müll
Müllentsorgung wurde übersetzt mit Wappwasseranlage, okay, cool. Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Bis später. Tolle Scheiße. Wo ist denn die blöde Kuh hier? Mitglied der Terrorgruppe Outer Way demonstrierte Fähigkeiten im Hacken von sicheren Netzwerken und Systemen. Diverse ausstehende Haftbefehle inklusive mutmaßliche Beteiligung an kürzlichen Ereignissen auf Europa hochgefährlich. Keinen Kontakt aufnehmen. Zeta-Distrikt Europa. Was ist das denn? Du hast dich für ein Windows-Update runtergefahren. Ja, was ist halt nur los mit mir? Was? Sorry, hab's verpasst. Was meinst du? Das ist ja meine persönliche Hölle, ne? Als Höhenangsthase. Dann noch Spinnen, die von unten kommen, das ist ja auch noch geil. Und vielleicht fliegende australische Spinnen von oben. Ist ja Traum. Ah, Traum. Also wie gesagt, ne, dafür, dass die Grafik echt auf ganz unten ist, sieht's gut aus. Sieht's echt gut aus. Ach Gott, Freddy. Du brauchst was zu essen, ich auch. Ich habe noch nichts gegessen. Ich wollte eigentlich noch einen Döner holen oder irgendwas machen. Nein, hör auf damit. Oh, die Fetten sind echt gefährlich, ne? Die halten so viel aus. Klassisch Fett. Kann ich da durch? Ja. Oh, ne, komm. Ich habe keine Waffe. Ich hab nur einen Schuss. Hey, wo ist das hin? Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. Hat das gerade mitbekommen, dass ich hinter ihm war, oder? Oh wow, der hat Augen auf dem Rücken. Krasser Dude. Ja, wann springt mir das Ding ins Gesicht? Hä? Wo ist es? Oh nein. Den habe ich auch nicht gesehen, scheiße. Okay, ich sterb gerade. Nee, es leckt dann krasser. Es leckt ja trotzdem. Also wenn ich spiele, leckt es nicht. Also es liegt nicht am PC, sondern halt jedes Mal, wenn irgendwas getriggert wird. Also wenn irgendeine Aktion durchgeführt wird, hängt das Spiel. Und das hängt auch im auch in der Einstellung hängt das. Also ist es eigentlich egal, ob auf Ultra oder auf Niedrig. Aber auf Ultra merkt man das, dass es im Tick mehr hängt. Aber wenn nichts passiert beispielsweise, dann sieht das halt Hammer aus und das leckt auch nicht. Ich habe auch keine FPS-Einbrüche oder irgendwas. Fick dich. Ja, okay. Ja, scheiße, Mann. Jetzt gehe ich noch drauf wegen den Fuckviechern. Ah, scheiße. Ah, zu spät, fuck. Werde ich jetzt angespritzt, ganz überraschenderweise.
Ja, und wegen den Decks, ja, das ist halt einfach, weil es Tag 1 ist und das nicht optimisiert worden ist. Und wie gesagt, das haben alle, also wirklich ausnahmslos, und deswegen hat das Spiel auch eine Bewertung von 22 positiven Dingern. Aber trotzdem, auch bei den positiven Bewertungen, schreiben die rein, dass es leckt. Ach, Mann. Ah, fuck. Ja, das war dummes Timing. Das war richtig dummes Timing. Oh. Nein. Nein! Oh oh. Der macht gemeine Sache mit mir. Oi, oi, oi. Fuck. Als ob das Studio das Spiel nur auf einem halb krassen Quantencomputer getestet hat, auf dem alles läuft. Nee, hat es ja nicht. Ich meine, auf meinen läuft es auch nicht. Und es läuft bei niemandem. Also es muss irgendwas sein, was... Ah, das war gut ausgewichen. Ja, nee. Ich brauche bei den Großen keine schweren Angriffe zu machen. Der zerfickt mich. Ich bin zu langsam für sowas. Und wieso? Und ich mach's schon wieder. Oh nein, jetzt macht er irgendwas anderes mit mir. Dieses an der Wand tatzen, dieses Geräusch hat mich gerade ein bisschen. Das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ja, die wollen auf jeden Fall meine Zähne haben. Ja, wie soll ich denn traden, wenn er. Ja, nein. Der will nicht meine Zähne, der will einfach nur mein Blut, der Durst. Mann, ey, das erste Mal bin ich hier so gut durchgekommen, dann verkacke ich wegen nix. Okay, Muni ist voll. Besser. Ja, ja, da ist nix, ich weiß schon. Bla, 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 bla. Ja, das ist halt dumm abgespeichert wieder mal. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso raus. Wolltest du nicht einkaufen gehen, Freddy? Ich meine, ich mache auch nicht mehr lang. Ich glaube, wenn du da wieder da bist, bin ich eh weg, weil eigentlich wollten die, dass ich rüberkomme. Obwohl es mich wundert, wieso so früh, aber. Ich muss mich noch fertig machen und so. Ah, scheiße, ich hab den vergessen, fuck. Ich werde wahrscheinlich niemals herausfinden, wie es aussehen wird, wenn das Vieh mich fertig macht, weil ich mich jedes Mal verteidige. Da waren die Kleinen, oder? Ja. Hat er gerade auf Englisch gesprochen? Achso, die explodieren, wenn die. Ah ja, okay. Ach so, das hat was aus der Küche geholt. Ah, okay, also ich kann die doch one-hitten, wenn ich die vorher sehe. Was war jetzt das Problem? Wieso bin ich nochmal verreckt? Ich hab's vergessen.
Ach Gott, ja, das waren einfach zu viele Gegner. Okay, ja, jetzt weiß ich sie wieder. Hauptsache, überall Blut verschmiert. Hey, war ich schon so weit? Jetzt habe ich es echt vergessen. Doch, doch, ich war schon so weit. Dann ist er hier rausgekrabbelt. Da rein? Nee. Ach so, ah, okay. Der hat mich nicht gesehen, oder? Oh nein. Nein, was hat er gesagt mit den Robotern? Fuck, ich hab nicht zugehört. Kann er nicht durchschießen, oder? Na ja, toll, ich habe keine Muni mehr. Suche wird wieder aufgenommen. Willst du was? Nahkampfwaffe um den Kopf des Roboters? Was? Jetzt hoffe ich dem irgendwie hinterher, ne? Ihr solltet mich vielleicht nicht entdecken lassen. Wow. Oh Mann, der hasst mich. Für den... Oh Mann. Das war unschön. Ja, ich glaube, ich muss den Weg so abschneiden, dass ich dann genau zum... Ja, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Da bleibt aber auch nicht stehen, ja. Okay. Häftling, bleiben Sie, wo Sie sind. Bereich gesichert. Sau unfreundlich. Okay, vielleicht muss ich mich nur an dem vorbeischleichen. Ich habe dem anderen leider nicht zugehört, aber ich habe doch gerade ein Tutorial bekommen, irgendwas mit Abschlagen, irgendwas Kopf, irgendwas. Gott, ich bin gerade kurz gerannt. Okay, wieso liegt denn da jetzt keine Revolver-Munition mehr? Gib einfach auf. Okay, cool. Ich laufe jetzt einfach vorbei. Keine Ahnung. Ah, fuck, Timing, ey. Kümmer du dich mal drum, bitte. Danke. Oh. Unschön. Ich
kann es höchstens so timen, dass der, wenn der rüberklettert, ich rüberklettere und wir deswegen Zeitabstand haben. Aber der Typ hat anscheinend Kanonen dran, also wird das nichts. Lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei. Nein, nicht dahin. Nein, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Ah, das ist doch... Wah! Der Roboter macht nichts, oder was? Oh, natürlich trifft er nicht, ey. Fick dich doch ins Knie. Nein. Oh, jetzt hat er mich einfach zu Tode geslappt, ey. Oh. Weißt du was, ich befolge mal den Rat und gebe jetzt einfach auf. Ich mach mal eine Pause, beziehungsweise keine Pause, ich gehe ganz offline. So. Aber cooles Spiel, bis jetzt macht's mir Spaß. Also gute Nacht, bis dann, bis, ich schätze mal bis Sonntag. Ich werde morgen verplant sein. Also bye bye.